Memmingen gestern Abend um kurz nach 6, Auftritt Karl Theodor zu Guttenberg, Bundesverteidigungsminister. Soweit ist das richtig, aber man könnte auch sagen, Auftritt des Politstars. Auftritt des einzigen Hoffnungsträgers der deutschen Politik. Jedenfalls macht es den Eindruck. Die Stadthalle platzte aus allen Nähten. So viel Interesse für einen CSU-Neujahrsempfang gibt's wohl auch nicht oft. Aber wenn er kommt, eben schon. Und zu Guttenberg versucht mit Bescheidenheit zu reagieren. Schnell, vielleicht zu schnell, sei er aufgestiegen. Sie sind der beliebteste Politiker Deutschlands. Es wird viel kommentiert und geschrieben. Wie erklären Sie sich das eigentlich selber? Ich kann es mir nicht erklären und ich will es mir nicht erklären. Ich habe es mir nicht zu erklären. Ich habe nur der zu bleiben, der ich bin. Und das habe ich weiterhin vor. Und deswegen kann das eine Momentaufnahme sein, die sich auch mal ändert. Und so erklärt Karl Theodor zu Guttenberg den Memmingern, übrigens ohne Skript, sein Verständnis von Politik. Er würde Überzeugungen folgen, nicht der nächsten Schlagzeile, beteuert der Minister. Das Wahlkampfdenken dürfe sich nicht durchsetzen. Ausblick auf 2011, es gibt viele Wahlen. Wie viel konkrete Politik ist möglich, glauben Sie? Es muss konkrete Politik möglich sein. Wir dürfen uns nicht an den Wahltagen ausrichten. Wir müssen natürlich an den Wahltagen, die müssen stattfinden. Aber ich bin immer dafür, dass man über diese Tage hinausdenkt und auch mal unbequeme Wahrheiten vor diesen Tagen setzt, weil die Menschen erwarten, dass wir offen sind und nicht nur, dass wir Träumereien von uns geben. Die unschöne Realität habe er auch als Verteidigungsminister immer ausgesprochen, sagt zu Guttenberg. Genauso sei auch die historische Aussetzung der Wehrpflicht zustande gekommen. Die Bundeswehrreform, Sie mussten und müssen viel Überzeugungsarbeit leisten. Wie haben Sie eigentlich Ihre eigene Mannschaft überzeugt, vor allem auch natürlich die CSU so schnell? Indem man mit Argumenten arbeitet und nicht nur mit Wahltagsdenken. Und dass man sich auch selbst überzeugen muss, das ist natürlich auch wichtig. Und einfach klipp und klar an den Dingen entlang sich bewegt, die Fakten sind und nicht nur Wunschträume. Und darum ging's. Und das war ein Kommunikationsprozess, den wir hatten und der zu einem Ergebnis geführt hat. Und der auch mal dazu geführt hat, dass Politik nicht nur schwadroniert, sondern auch mal durchsetzt. Deutliche Worte auch in Sachen Afghanistan. Da unten herrscht Krieg, sagt der Minister und wehrt sich gegen Kritik an seinen Reisen. Erst vor Weihnachten war zu Guttenberg mit seiner Frau zu den Soldaten geflogen. Ich werde mich mit Sicherheit bei meiner Einschätzung, was ich für richtig halte, in dieser Aufgabe, die ich hier habe, nicht von den Kommentatoren dieses Landes dazu treiben lassen, was ich mache. Ich werde nächstes Jahr selbstverständlich meine Frau wieder vor Weihnachten mitnehmen. Tosender Beifall für diese Ankündigung, Standing Ovations am Ende der Rede. Kein Thema, keine Kritik scheint Karl Theodor zu Guttenberg derzeit zu schaden. Wie gesagt, der Bundesverteidigungsminister ist derzeit eben offensichtlich auch der Hoffnungsträger.